Heute kommen wir nochmal zu einer Richtung Steckdosen, weil mir auch gesagt worden, groß, kleine und deswegen auch nochmal ein paar Unterschiede kriegen. Und zwar zur Conciert, das ist eine Tuya-Steckdose. Hallo und herzlich willkommen auf Darkies Hardware World. Seid begrüßt und schön, dass ihr hier bei mir eingecheckt habt. Ja, ich hatte das Glück, nochmal so ein Teil zu ziehen, kostenlos. Ist wieder Werbung eingeblendet. Oder auch in der Videobeschreibung bzw. im Video als Häkchen gekennzeichnet. Also kommt immer darauf an, wie man es machen will. Beides ist zulässig. Die ist recht günstig, kostet so um die 14 Euro. Hier ist sie. Die schauen wir uns gleich mal an. Ein- und Ausschalter, aber da gucken wir mal näher drauf. Das Ding ist 10 Ampere abgesichert bis 240 Volt. Und da sollte man natürlich dann auch aus meiner Erfahrung nicht einen großen Rechner oder sonst was ranhängen. Das funktioniert nicht, dann knallt euch das Ding weg. Soll man also nicht machen. Na, hier ist noch eine Kontrollleuchte oben drauf, Schalter. Und da kommen wir ganz zu. Und die würde ich heute gerne mit euch einrichten, weil ich eine Dose tauschen muss. Die soll in die Werkstatt. Da hängt eine Alexa-Dose dran und das funktioniert derzeit nicht so schön, wie ich mir das denke, weil 10 Ampere ist wichtig, wenig abgesichert. Wie gesagt, na, eher so zum Schalten von Kaffeemaschinen oder sonstiges geeignet. Wir richten die kurz ein, ist über die Tuya oder Smart Life App und bei uns ist es halt die Tuya und dann geht sie in Gateway. Und zu diesem Video würde ich euch herzlich einladen. Ich wünsche euch viel Spaß und ab zum Smart Home Dosen Check. Viel Spaß beim Video. So, hier, so ist das gute Stück verpackt, da ist aber völlig interessant, hier geht es halt nur noch mal um die Daten. Wir haben in Wifi Smart Sockel Modell CWIFISP1. Ja, Brand Concert 100 AC, 100 bis 240 Volt, 50, 60 Hertz, maximal 10 Ampere und Wifi Standard, ja, mein Tablet spinnt gerade, aber wir machen es am Tablet, 802.11, also BGN, 2,4 GHz, Temperatur minus 20 bis 50 Grad plus, arbeitet das Teil. Wenn ich das noch so richtig erinnere, entweder ist das hier der Reset, könnte der Reset sein, bin ich mir jetzt gleich noch nicht sicher. Wir haben hier den An- und Ausschalter, na? Also von Spritzgeschutz ist hier nichts und da ist das nochmal zertifiziert mit Rohrs und CE. Die möchte ich mit euch in Betrieb nehmen. Ich kann jedem nur empfehlen, das ist die Tuya-App hier, das Runterladen mit dem Scanner, sonst könnt ihr das schlecht, mal wieder im guten Englisch, aber relativ einfach, deswegen zeige ich euch das jetzt hier. Recht einfach gemacht. Hier sind nochmal die Kennzeichnung na, und das Ganze dann in die Alexa-Apps eingebunden. Wenn ihr die Tuya-App schon bereits installiert habt, wie ich das habe, dann müsst ihr euch noch einen Skill runterladen oder habt es noch nicht, dann müsst ihr euch das Konto mit dem Skill, mit dem Tuya-Skill verknüpfen auf dem Alexa-Konto. Na, das ist relativ einfach, den Skill gibt es. Und wenn ihr bei Alexa sowieso schon angemeldet seid, also wenn ihr alles nicht habt, dann müsst ihr natürlich erstmal Alexa müsst ihr die Tuya-App runterladen, Konto erstellen und. Ist halt das Übliche. Alexa, stopp. Wenn ihr das dann alles gemacht habt, dann halt die Alexa-App runterladen und Skill und alles verknüpfen. Sonst wird das, also ihr müsst praktisch die Tuya, entschuldigt, die Tuya-App oder euer Tuya-Konto mit dem Alexa-Konto verbinden. Und das macht man dann auch noch mit dem Skill, also verknüpfen. So, wir werden jetzt nicht so viel quatschen. Ich habe das Tablet schon auf, ich ziehe mir das jetzt alles hin. Und die Dose könnt ihr über die normale Alexa, beziehungsweise über die Tuya-App erstmal einbinden. Ich mache es über ein Gateway, weil bei mir gehen langsam die Frequenzen aus bei, weiß ich, über 40 Klamotten, na, die jetzt mittlerweile drin sind. Ich liebe Smart Home, ist halt so. Wenn ihr das Ding anwirft, ist hier eine ganz, das ist also wirklich, die Leuchte blinkt schon. Ich versuche das mal so ein bisschen abzudecken mit der Leuchte. Oder schalten wir die LED-Leuchte aus.
Ah, vielleicht kann man es jetzt sehen. Also darunter fängt es an zu leuchten. Und wir schwenken jetzt hoch. Jetzt müsst ihr den Verbindungsknopf nochmal drücken und gehen in den Gateway. Und da brauchen wir nur hinzufügen. Ihr müsstet dann auch... Im Internet habe ich das. So, wir gehen jetzt hoch, schwenken hoch. Im Links machen, ich sage jetzt einfach mal Gerät hinzufügen, blinkt. Und mit der Hoffnung, dass es jetzt schnell funktioniert. Ich gucke nochmal, blinkt sie noch? Also, über die Dings-App hat das nicht, also über den Gateway will das nicht. Wir drücken jetzt nochmal. Das ist eigentlich im Dauerzustand. Ich resette die, dann knackt es einmal. So, jetzt ist er aus. Und drücke 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt sollte sie eigentlich blinken. Macht sie auch. Es gibt auch Teile, die lassen sich echt manchmal nicht hinzufügen. Das habe ich auch schon gesehen. Wir warten ab. Wenn ihr dann Plus gedrückt habt, ich habe es eben weggenommen, kommt natürlich das Netzwerk und jetzt muss ich erstmal ein Passwort eingeben. Das solltet ihr natürlich nicht sehen. So, in der App hat er sie dann endlich gefunden. Hier kann man natürlich jetzt noch umbenennen und. Und das Hinzufügen in der Alexa ergibt sich eigentlich völlig automatisch, wenn ihr jetzt in der Tuya-App habt. Hier kann man dann auch noch diverse Einstellungen vornehmen mit Zeitroutinen, da kommen wir dann glaube ich zu, hier können wir Strom ein- und ausschalten, in der App natürlich selbst, das ist möglich, genauso wie in der Alexa ist das auch möglich. Und jetzt schauen wir uns das gleich nochmal, hier können wir noch Einstellungen vornehmen, wie gesagt, so wie ihr sollt, hier habe ich die Kaffeemaschine benannt und. Hier sind wir in der Alexa-App, da können wir dann nochmal Routinen erstellen und den eben halt dem Raum zuordnen, das habe ich vorher schon getan. Und jetzt da unten sieht man, das könnte ich jetzt sagen, hier morgens um 7 soll das Ding angeschaltet werden. Und zack, ist eure Kaffeemaschine schon eingeschaltet und ihr braucht nur noch auf den Knopf drücken. Das spart natürlich auch Strom. Hier ist in der Küche installiert und einfach reinstecken, ein bisschen warten, bis er sie gefunden hat. Und dann die Kaffeemaschine rein. Und dann könnt ihr schalten und walten, wie ihr gerne möchtet. Ich finde es praktisch. Man spart Strom. Man kann sie natürlich auch durch den Schalter automatisch schalten. Das ist auch möglich. Ich habe mir eine Zeitroutine erstellt. Und morgens geht dann meine Kaffeemaschine automatisch an. Ich brauche nur, wie gesagt, mein Knöpfchen drücken. Ich hatte hier vorher eine Osram dran. Die hat halt mehr Platz weggenommen. Das sehen wir hier gerade im Video. Und die ist ein bisschen kleiner. Es passt also noch eine kleine Schoko da oben drauf. Die gibt es natürlich bestimmt noch kleiner, aber mir reicht das jetzt aus. Gut, wir kommen jetzt zu meinem Endview. So, zurück von der Einbindung unserer Kaffeemaschine-Dose. Also ich bin ein bisschen enttäuscht. Das Ding kostet 15 Euro. Gibt es echt günstiger. Davon ganz abgesehen. Gibt schon für die 10 Euro, für 10 Euro ein paar zerquetschte und die lassen sich besser einbinden. Also in einer Gesamtbewertung vorab schon mal negativ ist es natürlich, wenn es zu lange dauert und das wird nicht gleich gefunden. Eigentlich sollte sie im Gateway laufen, funktioniert aber nicht. In der Tura-App nach 20 Mal zurücksetzen, das kann euch natürlich auch passieren, funktioniert. Größe mittelprächtig, wird wieder irgendwie so ein Drittel der Steckdose belegen. Ich habe da noch was anderes, nämlich dieses kleine, aber die hat dann auch wieder ihre hauseigene App. Da kommen wir dann auch nochmal zu. Tja, was soll ich dazu sagen? 3 bis 4 in einer Sternebewertung. Weil mir das hier schon wieder auf den Keks geht, dass das mit der Einrichtung zu kompliziert ist. Das kann nicht jeder. Dann musst du 10 Sekunden laufen lassen, drücken. Vielleicht war es jetzt noch bei mir Pech, keine Ahnung. Aber ich habe es ja nur ein paar Mal versucht, eine Viertelstunde, 20, eine halbe Stunde. Dann wieder resettet,
5 Sekunden drücken und dann hat er sie irgendwie gefunden erst. Also vielleicht habe ich heute auch einen schwarzen Tag, aber mehr als 3 bis 4 Sterne gebe ich dem Teil nicht. Und preistechnisch, da müsste ich auch vom Preis, finde ich es zu teuer. Und die schlechte Englische bei Anleitung mal wieder. Da wird sich der eine oder andere wieder beschweren, ja, ich kann es, aber für Leute, die kein Englisch können, ist das echt schlecht. Und da gibt es noch ganz, ganz viele Menschen von Ältere, die es nicht gelernt haben. Und die App einscannen auf diesem kleinen Zettelchen ist auch nicht gerade pralle. Also da muss man ehrlich sagen. Ne? Muss man QR-Scanner wieder drauflegen, weil mit einem normalen Foto im Links hat es nämlich nicht funktioniert. Ich weiß, dass da eine Tuya-App drauf ist. Wie gesagt, Gesamtbewertung. Ich packe euch die trotzdem in den so als Bauteil in die Videobeschreibung, wem es interessiert. Vielleicht willst du sie ja noch günstiger. Ich habe sie jetzt noch nicht gelöhnt. Aber im Gesamtkonzept, dann nehme ich mir lieber eine Osram. Weil die Osram sind sie auch in diesem Preis, ich glaube, sogar teurer. Aber die können 16 Ampere ab. Hier kann ich jetzt wirklich nur jedem empfehlen, eine Kaffeemaschine oder einen Fernseher drauf zu lassen. Wirklich nichts Großes. Nicht auf die Idee kommen, einen PC ranzuklemmen. Das bringt es nicht. Da knallt euch die Sicherung drauf. Das haben wir schon getestet. Ich habe nämlich Alexa schalten lassen und dann ist drüben in der Werkstatt, bumm, die Sicherung rausgegangen. Weil die nämlich nur mit 10 Ampere abgesichert ist. Das ist bei der Original Alexa-Steckdose auch nur 10 Ampere. Bei vielen normalen anderen auch. Die einzigen, glaube ich, die das jetzt meines Wissens bieten, ist die Osram. Die kann ich euch aber auch nochmal in die Videobeschreibung packen, die ist so ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich immer da schon ein Video gemacht habe, aber vielleicht kommt das ja noch. Ja, ich kann mich, das so ist so meine Meinung dazu. Werbung ist natürlich wieder eingeblendet, weil ich sie gestellt habe, kriegt. Und muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ihr könnt es auch in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Video ist zu Ende. Erstmal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es das denn getan hat, lasst ein Abo da. Und wem es gefallen hat, der schaltet doch demnächst hier wieder ein. Ne? Nächste Video ist natürlich am Start. Und an die Abonnenten das übliche Glocke nicht vergessen, damit ihr auch kein Video verpasst. Für die Zukunft wird es auch ein bisschen videotechnisch ein bisschen ruhiger. Maximal 4 Videos plus ein Game. Ja, also nicht mehr jeden Tag. Das schaffe ich einfach nicht. Ich habe ja auch noch Beruf und der muss das alles unter einen Hut bringen mit Familie. Nur mal dazu. Ja, gibt auch bald wieder PCs zu sehen. Ich kann mich nur verabschieden. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bis zum nächsten Check hier auf dem Kanal. Macht's gut und bleibt gesund.